it's good for your mind. You can taste it shine. Peter Folger, vierter Advent ist für euch immer Stress. Ihr habt am Adventssamstag ein Lied gespielt als Fool's Garden. Jetzt heute Abend Good Times Christmas Festival. Da geht die Post ganz schön ab. Ja, das ist so, hat schon Tradition, dass wir immer kurz vor Weihnachten bei uns in der Nähe in einem kleinen Kulturkeller, da passen gerade so 200 Leute rein, da ist immer nicht stopfvoll, so eine Art Weihnachtskonzert hier geben zu zweit. Ein Blatt, gestern hatten wir noch Unterstützung von zwei klassischen Gitarristen mit dabei. Und da wird es immer sehr, sehr spät und jetzt ist es noch sehr, sehr früh, aber ich freue mich total, dass jetzt alles steht hier und ich war ja in der Vorbereitung dann auch ein bisschen mit beteiligt von dem ganzen Event hier heute Abend und war unter anderem mit Final Step schon die ganze Woche auf Tour unterwegs und ja, ich freue mich auf das Finale heute Abend, aber ich freue mich auch unglaublich auf den Tag morgen, wenn ich dann früh ins Bett kann und mal ein bisschen ausruhen. Volker, du warst ja letztes Jahr auch schon mit dabei, welche Erinnerungen verbindest du mit diesem Festival? Ich kann mich erinnern an Johnny Logan, der damals dabei war letztes Jahr. Und ich hatte den halt ganz anders in Erinnerung. Und dann kommt da irgendwann so ein Riesentyp rein mit einem langen Ledermantel. Und das war echt ein cooler Mensch und der hat eine Wahnsinnsstimme. Das wusste ich gar nicht, weil ich bin kein Oldie-Fan. Ich verfolge das auch nicht so, aber der hat mich schwer beeindruckt und wir haben sogar zusammen gejammt. Er hat bei uns auch noch mitgesungen, glaube ich. Hat er nicht bei Lemon Tree noch mitgesungen sogar? Das war großartig, auch schon mittags beim Soundcheck, als Johnny Shaw heißt er eigentlich auf der Bühne stand und mal kurz gezeigt hat, wo die 12 hängt. Also war jeder komplett weggeblasen, was der von Organ hat, das ist unfassbar. Und er hat mich eingeladen dann, ich war in Irland im Februar, war 3 Tage bei ihm zu Hause und man kann sich das nicht vorstellen, ich bin mit ihm durch Dublin gegangen, da ist ein richtiger Nationalheld dort. Alle Leute halten an und sagen, hey Shaw, how are you? Und er unterhält sich auch mit allen, das ist so ein nahbarer Mensch, ganz arg, also bin tief beeindruckt. All day and all of the night. Beim Soundcheck habt ihr unter anderem eine Kings-Nummer gespielt. Warum dieses denn? Na, wir haben jetzt die ganze Woche mit Final Step auch gespielt. Da geht es ja um die Glamrock-Zeit oder um die Zeit 60er, 70er Jahre. Und da werden die ganzen Songs aus der Zeit ausgepackt und in ein Final Step-Gewand gehüllt. Und als es damals darum ging, als mich der Tobias gefragt hat, ob ich nicht auch mal Lust hätte, mit auf Tour zu gehen, haben wir uns dann für die Nummer entschieden, unter anderem, weil wir die mit der Band auch schon gecovert haben und sie einfach eine tolle Rocknummer ist. Und weil sie einfach ist. Schön schlicht. Kannst du einmal proben und dann schon spielen. Einfach. Was kann man von euch sonst noch erwarten? Lemon Tree ist ja so der Signature-Song von Fool's Garden. Wie lebt sich's mit so einer Nummer so viele Jahre? Sehr, sehr gut. Wir werden ja ständig gefragt, so nervt euch das nicht, ständig mit diesem einen Song in Verbindung gebracht zu werden. Und ich empfinde es als das größte Glück, was uns als Band bisher passiert ist. Man hat ja natürlich auch so Zeiten, wo man denkt, ah, kacke, man wird wieder nur auf diesen Song reduziert. Aber letztendlich öffnet er uns nach wie vor Tür und Tor auf der ganzen Welt. Und selbst, wir waren jetzt im Kosovo im April, haben da 2 Konzerte gespielt und da waren... Also ich glaube, die ältesten Konzertbesucher waren da 25, da kamen wir uns schon vor wie so Großväter, die vorne auf der Bühne sitzen und die singen die ganzen Songs mit. Und nicht zuletzt, weil Lemon Tree irgendwann der Türöffner war. Und das sind so Länder, die wir nicht mal bereist haben bisher. Man kennt den Song überall und das macht uns sehr, sehr, sehr stolz und sehr, sehr glücklich. Na gut, heute wird er ja mal in einer ganz anderen Version gespielt, ne? Also mal so ein bisschen rockig oder punkig fast schon, ne? Das haben wir gerade vorher beim Soundcheck, hat einer gesagt, hey, hättet ihr den Song mal so aufgenommen, wär's mal ein richtiger Hit geworden. Thank you.